Christian, war das ein Sensationsrekord, der ja in die Bücher eingehen wird, der ewig bestehen wird? Ja, ich habe mir auch überlegt, was ich sagen soll. Und gut, die Zeit sagt eigentlich alles und ich glaube schon, dass die Zeit ein Stück halten wird. Ich zumindest werde nicht mehr angreifen und ja, 20 Minuten die überletzten rausgeholt. Was das bedeutet, weiß leider noch nicht, weil die ganze Zeit war auch von mir. Ja, aber ich glaube, von solchen Leistungen, da kann man nicht oft im Leben sowas abfordern, solche Leistungen. Das war heute wirklich ein gutes Stück Arbeit und bin ich auch stolz, dass ich das geschafft habe. Ein gutes Stück Arbeit, Christian, hat heute wirklich alles gestimmt? Hat das Wetter gestimmt? Haben die Bodenverhältnisse gestimmt? Hat deine Form gestimmt? Kommt sowas, sage ich jetzt mal, nicht so oft vor? Nee, heute war wirklich ein Punkt 100%, kann ich so sagen, Wetter, Form. Und trotzdem, Entschuldigung, trotzdem war es ja ein Rekord mit Ankündigung. Du hattest ja schon immer gesagt, das ist möglich, unter 5 Stunden zu laufen. Ja, aber die 5 Stunden, da sind wir mal 10 Minuten gut drüber über der Zeit von heute. Und wenn man das eben mal auf einen Kilometer irgendwo umrechnet, dann sind wir noch mal Welten. Und deswegen war die Zeit für mich so, vorher habe ich nie irgendwo mit gerechnet, dass mal sowas rauskommt. Christian, du hast gesagt, ich werde nicht mehr angreifen, aber du wirst nächstes Jahr deinen 10. voll machen. Weiß ich heute noch nicht. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mitlaufe, dann laufe ich nicht wegen der Zeit. Dann gucke ich noch mehr nach Tieren und Pflanzen. Ja, das wäre mal eine ganz neue Qualität bei dir. Ich sage jetzt mal, das ist schon eine interessante Frage. Heute früh, als ich losgefahren bin, habe ich den Sonnenaufgang über dem Rennsteig gesehen, da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch mal ein Erlebnis, heute früh um 6, die Sonne geht auf, das Genießen, die Supermarathon ist. Kannst du sowas bei so einem Lauf überhaupt genießen oder heißt es dann nur durch? Nee, also zum Anfang geht das schon noch, gerade dann so Richtung Inselsberg mit schönen Nebel und so, Sonne war jetzt weniger, aber es sind trotzdem immer schöne Ausblicke und so oft bin ich jetzt auch nicht im Wald, im Thüringer Wald und da kommt schon noch ein bisschen was rüber an Eindrücken. Christian, du bist ja auch national unterwegs. Der Rennsteiglauf ist deine Heimat, deine größten Erfolge. Gibt es denn immer mal auch bei nationalen Läufen Ausschau nach einer möglichen Konkurrenz für den Rennsteiglauf? Ich konzentriere mich eigentlich bei diesen Ultraläufen wirklich jetzt nur auf den Rennsteiglauf. Versuche da wirklich das jetzt als Jahreshöhepunkt zu setzen. Habe jetzt im letzten Jahr mal den Schwäbisch Alb mitgemacht, aber eigentlich nur aus Verzweiflung, weil ich noch irgendwann Wettkampf zum Abschluss von der Saison gebraucht habe. Und werde jetzt auch nicht weiter irgendwo bei den Ultraläufen mich einbringen.